Ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier im Wer bist du Podcast? Aus Liebe zur Freiheit und weil alles möglich ist, auch für dich. Mein Name ist Michelle Gerber und ich freue mich riesig auf diese Podcast-Folge. Es ist eine ganz besondere Podcast-Folge, weil ich durfte die liebe Celine Wittmer im Podcast interviewen oder für den Podcast interviewen. Und beziehungsweise wir haben einfach so ein bisschen zusammen gequatscht über ihr Leben, über ihr Werdegang, über ihre Vision und vor allem auch darüber, wie wir unsere Träume, wir Frauen, unserer Natur entsprechend, zyklisch und wirklich, ja, so wie wir eben designed sind, uns kreieren können. Also so, dass wir uns nicht am weltlichen, männlichen Maßstab nur messen müssen und dann ausbrennen und irgendwie im Burnout landen oder was auch immer. Weil wir glauben, eben, ich muss jetzt der bessere Mann sein und mich beweisen und ich kann das mindestens genauso gut und hast du nicht gesehen. Wie können wir diese weibliche Urkraft, diese Schöpferkraft, auch unsere Intuition und all die Dinge zyklisch erfahren und wirklich, ja, eben uns dann das Leben kreieren, was wir wollen. Wir sprechen auch, oder vor allem jetzt, Celine spricht über ihr Leben, eben auch über die geistige Welt und wie sie da in Verbindung steht und auch wie sie die geistige Welt auch nutzt, um ihre Vision auch wirklich auf die Erde zu bringen. Genau, wirklich über ganz, ganz viele Dinge quatschen wir gemeinsam und es wurde ein richtig tolles Interview. Also du kannst dich freuen. Mir war es eine Freude, eine Ehre, sie im Podcast zu haben. Also danke nochmal, falls du das hörst, Celine. Ja, und ich wünsche dir, der, die das jetzt gehört, eine geile Zeit mit uns. Möglichst viele Erkenntnisse und nicht nur Erkenntnisse, sondern dass du dir wirklich erlaubst, wenn du Träume hast in deinem Leben, wenn du weißt, boah, das würde ich so gerne leben oder das würde ich mir erlauben wollen, aber du irgendwelche Bullshit-Stories in dir hast, so, ja, wer glaube ich zu sein oder ich habe das nicht verdient oder ich kann das nicht oder jemand anderes kann das viel besser oder es gibt schon so viele, die das machen oder was auch immer. Ich wünsche mir, dass du danach eben nicht nur weißt im Kopf, weil ich glaube, du weißt schon so viel, sondern dass du dir wirklich erlaubst, das auch zu tun, das zu sein. Wer bist du? Und eben, dass du dir erlaubst, das, wer du bist, das, wozu du designed bist, dass du dir erlaubst, das wirklich auch zu verkörpern. Ja, genau. Noch eine kleine Randnotiz und dann geht's gleich los mit der lieben Celine. Ich habe gemerkt, dass mein Mikrofon irgendwie ein bisschen kaputt ist. Ich habe mir jetzt neues Equipment gekauft und das kommt alles, das wird alles besser in der Qualität. Ich danke dir von Herzen für deine Rücksicht und für dein Verständnis und für deine Geduld. Ja, genau, das wird alles immer, immer besser, immer geiler, immer qualitativ hochwertiger, weil mir ist es ein großer Wert, ein großes Anliegen, dir wirklich auch eine geile Zeit in meiner Welt schenken zu können, ermöglichen zu können. Und genau da investiere ich jetzt die nächsten Monate auch viel rein und reinvestiere und was auch immer alles. Und da, ja, kommt noch ganz, ganz viel. Also danke, bist du Teil dieser Reise und danke, wie gesagt, für dein Verständnis. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und Erkenntnisse und was auch immer alles. Genieße die Zeit mit Celine und mir. Much love. Ganz, ganz herzlich willkommen, Celine, im Wer bist du Podcast. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir ein bisschen darüber quatschen, vor allem, was
Weiblichkeit im Business angeht, wie wir Frau sein im Business leben können, wie wir uns unser Leben kreieren können, nicht als der bessere Mann und Hustle, 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 sondern wirklich zyklisch unserer Natur entsprechend. Und genau, da würde ich gerne mit dir darüber sprechen und ich freue mich riesig darauf. Die erste Frage, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle, ist die Frage, wer bist du? Und wie tief du darauf eingehen möchtest, auf welcher Ebene, das überlasse ich dir. Danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Ich bin gespannt, was alles kommen darf. Gute Frage, wer bist du? Es hat mich schon mal jemand gefragt, wer bist du? Und dann habe ich gesagt, ich bin alles und nichts. Du bist so, was laberst du? Ich so, ja, ich bin alles und ich bin auch nichts. Und ja, ich lasse das, glaube ich, einfach jetzt so stehen. Schön. Ich finde es so faszinierend, wie unterschiedlich die Menschen dann darauf antworten. Aber spannende Antwort auf jeden Fall. Kurz und knackig auf den Punkt. Das mag ich. Okay, direkt erste Frage. Wie, damit dich die Menschen vielleicht auch ein bisschen kennenlernen, wenn sie dich nicht sowieso schon kennen. Und übrigens, wir haben auf deinem Kanal ja über das Thema Weiblichkeit, Frausein gesprochen. Auch jetzt so, wie wir es in Zukunft kreieren dürfen und auf diese Welt bringen dürfen. Also da können sie dich auch schon ein bisschen kennenlernen und uns lauschen. Aber was ich dich fragen möchte, so wie bist du dahin gekommen zu dem, was du heute machst? Also, ja, genau, ich lasse dich erzählen. Gut. Ich muss sagen, dass alles steckt schon seit Kind in mir drin. Also seit kleines Kind spüre ich sehr viel, ich sehe sehr viel und ich hatte das Glück, also ich habe immer noch das Glück, dass ich eine tolle Mama habe und sie das halt immer unterstützt hat und mir nicht irgendwie ausgeredet hat und gesagt, nee, das existiert nicht, was du siehst oder so, sondern immer. Ja, was siehst du dann? Was nimmst du wahr? Also sie hat das wie gefördert. Und so war es für mich halt immer normal, dass ich Dinge sehe und spüre, dass vielleicht viele nicht sehen oder spüren oder nicht mehr bewusst auf jeden Fall. Ja, ich habe da halt wirklich vieles, vieles wahrgenommen. Das eine Beispiel, was mir halt immer noch bleibt, ist, als ich 5 Jahre alt war, an der Hochzeit und zu meiner Mama so gesagt hat, sie soll diesen Mann nicht heiraten, der Mann sei schlecht. Und meine Mama so, sei still, nicht jetzt. Ich so, nein, Mama, sie darf den nicht heiraten, das ist kein guter Mann. Und meine Mama so, Gott, sei es einfach still. Und das hat sich auch halt bestätigt natürlich mit der Zeit, dass es wirklich nicht so ein toller Mann war. Und ja, für mich war es ganz normal und dann irgendwann so langsam in der Jugend, spätestens als ich die Ausbildung anfing, hat so nachgelassen. Habe ich irgendwie das angefangen auf die Seite zu tun, weil es war mir zu viel. Ich habe meine Ausbildung in der Gastronomie gemacht und da habe ich natürlich so viele Menschen um mich gehabt, so viel gespürt und gesehen und boah, muss ich irgendwie wie mich abgrenzen, weil es ging einfach nicht mehr. Und so bin ich immer langsam mehr davon weggekommen, bis ich dann irgendwie komplett, ich sag mal, meinen Weg verloren habe. Obwohl ich mit 17 hatte ich noch eine Rückführung für eine Abschlussarbeit und da wurde mir gesagt, für was ich hier bin, was meine Aufgabe auf der Erde ist. Und zum Glück hatte ich diese Rückführung, weil das hat mich dann wie so, ich sag ganz krass, am Leben gehalten, weil die Jahre darauf habe ich sehr viele Dinge erfahren, die nicht schön waren, die nicht einfach waren. Das war eigentlich immer so, zum Beispiel mit etwa 23 habe ich gesagt, warum, wie kannst du überhaupt Schulden bekommen? Also so richtig von oben herab. Und dann hat das Universum, die Welt, was auch immer, gesagt, okay, da
Hast du das Problem ab? Viel Spaß damit. Und so ging es mir jahrelang. Also ich durfte eigentlich das Menschsein kennenlernen, weil es war für mich immer so, dass ich viele Menschen nicht verstanden habe. Ich habe nicht verstanden, warum jemand schlecht gelaunt ist, warum jemand negativ denkt. Und ich meine, mit 6 Jahren habe ich entschieden, kein Fleisch mehr zu essen, weil ich gecheckt habe, was Fleisch ist. Und da war ich so schockiert, habe ich gesagt, könnt ihr andere Lebenswesen essen? Also so, ich habe wirklich die Thematik Mensch nicht fassen können. Und dann durfte ich zuerst selber durch viele Prozesse durch und das Menschsein kennenlernen, akzeptieren, dass ich ein Mensch bin hier auf Erde. Meine Mama hat immer gesagt, Celine, du musst dich erden, du musst dich erden, du musst dich erden, du bist nicht wirklich anwesend. Und das war dann ein großer Prozess und auch für mich jetzt, ich sage, einen guten Freund habe ich auch erst gesagt, ja, das Projekt Mensch, ne? Er sagt mir immer, ich sei ein Alien. Und ja, ich das versuche, ich habe immer, ich bin extrem fasziniert von der Psychologie, vom Verhalten. Und das analysiere ich seit Kind, analysiere ich das alles, schau dahinter, wie können wir das handhaben, wie können wir das verbessern. Vor allem, wie können wir auch mehr den Spirit und Mensch in uns vereinen, akzeptieren, beides zu leben, weil bei den meisten Menschen sehe ich das eine oder das andere. Also fast nur also nicht im Menschsein, sondern sich abkoppeln, unbewusst irgendwo ablenken. Und die anderen, die nur noch in ihrem Spirit, in ihrem Geist leben wollen, die den Körper gar nicht wirklich wie so ein Fremd, das ist ein Fremdding. Und das ist halt alles nicht so gesund. Und das habe ich angefangen, mehr zu vereinen. Und das Ganze hat irgendwo dann auch wieder mit der Weiblichkeit zu tun. Können wir gerne nachher darauf zurückkommen. Darf Und ich dich noch kurz unterbrechen, ja, sicher. bevor du da noch weiter erzählst? Danke fürs Erzählen auf jeden Fall. Ich habe mich in so vielen Dingen jetzt wiedererkannt und andere Frauen, Menschen sicherlich auch. Als Kind, was hast du da? Du hast gesagt, du hast Dinge wahrgenommen. Kannst du da noch ein bisschen reingehen? Was hast du da? Eben das Beispiel hast du gebracht mit diesem Mann bei der Hochzeit. Aber auch sonst, kannst du da noch ein bisschen etwas erzählen, wie das war für dich als Kind? Ich habe vor allem viele so Lichter um die Menschen gesehen. Also wie als würde von hinten so eine Lampe leuchten und dann so ein weißes Licht um die Leute. Bei den einen weniger, bei den anderen mehr. Bei denen, wo es halt mehr war, war ich immer sehr fasziniert. Also dann saß, ich weiß noch, in einem Freibad saß ich da und habe einfach so einen Menschen angestarrt. So. Oh, das ist so schön. Ich habe anscheinend die Aurafarben gemalt. Ich habe so einen Clown gemalt und dann die richtigen Aurafarben der Reihenfolge nach. Da war ich auch irgendwie, keine Ahnung, 4, 5 Jahre alt. Ich habe Wesen gesehen. Also einmal war ja auch im Garten und dann habe ich so rechts von meiner Mama hingeschaut. Und so nach oben und meine Mama dann auch wieder so, was siehst du? Und ich so, Mama, da ist ein riesengroßer Mann neben dir. Der ist etwa 3 Meter groß. Und sie so, okay, wie sieht er aus? Wie fühlt sich's für dich an? Und habe ich ihr das erklärt. Und sie gesagt, ja, red doch, versuch mit ihm zu reden. Und da hat sich herausgestellt, das ist mein Begleiter, also der ist immer bei mir. Ich habe auch so engelsartige Wesen gesehen, wahrgenommen. Also wenn ich meine Mama nicht gefunden habe als Kind, habe ich einfach meine Augen geschlossen, meine Hände ausgestreckt und gebeten, dass mein Schutzengel mich zu meiner Mama bringt. Und da habe ich richtig gespürt, dass mich jemand an der Hand nimmt. Und ich bin mit geschlossenen Augen durch unsere Siedlung gelaufen und als sie kannst sie aufmachen, war meine Mama da. Ja, es gibt so Beispiel. Spannend. Ja, also wirklich eigentlich mit Wesen,
geredet, kommuniziert, auch wenn ich etwas wollte. Dazu mal habe ich noch Gott gesagt. Spielt für mich persönlich keine Rolle, ob ich jetzt Gott oder Universum sage. Es ist einfach halt diese Energie, die irgendwo in uns allen ist und halt da ist, wie man das jetzt benennt oder nicht. Als Kind habe ich oft noch Gott gesagt. Weiß ich noch, ich wollte, dass es schneit am nächsten Tag und habe ganz lange im Bett gebeten, dass es morgen schneien soll. Und meine Mama hat auch gesagt, nee, morgen schneit es nicht. Und nachher hat es wirklich in der Nacht und geschneit. Und dachte so, jetzt. Spannend. Da könnten jetzt aber auch kritische Stimmen sagen, ja, das ist jetzt Zufall. Also weißt du so, wie gehst du dann damit um? Versuchst du Menschen irgendwie zu überzeugen von, oder wie gehst du dann mit Menschen um, die das belächeln oder dieses kritisch sehen? Als Kind und heute, wie ist es für dich? Es ist eine lustige, spannende Frage, weil das Ganze, also ich sage es jetzt mal, bei der Ernährung habe ich es gemerkt. Es ist ja echt das Gleiche. Ich habe mit 6 Jahren ja entschieden, kein Fleisch mehr zu essen. Dazumals, es war ja nicht wie jetzt, wo es so Mode ist. Ich meine, ich bin 34. Dazumal war das verpönt. Also die Leute haben es nicht verstanden. Die haben gesagt, du wirst krank so und bla bla. Also ja, egal. Und ich habe es einfach gemacht. Ich hab gesagt, hey, für mich fühlt es sich richtig an. Für mich fühlt es sich gut an. Ich mache das einfach. Und so bin ich mit allem umgegangen. So, hey, für mich fühlt es sich gut und richtig an. Ich mache das. Wenn du keinen Bock hast, machst du es nicht. Ich habe nie jemand versucht zu bekehren oder zu sagen, hey, doch, muss jetzt wegen dem und dem. Und irgendwann hatten das so einen Switch angenommen, vor allem in diesen Dingen, wo ich gemerkt und gespürt habe. Dazu mal war das für mich ganz normal. Hey, ich spüre das, ich sehe das, ich nehme das wahr und ist so. Wenn du das anders siehst, siehst du es anders. Mir egal. Und irgendwann habe ich mich. Wo ich mich ja angefangen habe zurückzunehmen, eben so ab der Ausbildung aufwärts, habe ich mich immer mehr zurückgenommen, immer mehr auch selber abgelenkt, Alkohol getrunken, geraucht und wirklich, dass ich komplett einfach zu vernebelt. Und dann habe ich auch immer weniger darüber geredet. Und irgendwann war es wie so ein bisschen schon fast schambehaftet, darüber zu reden. Und vor eineinhalb, schon bald 2 Jahre habe ich angefangen mit meiner Selbstständigkeit und das öffentlich zu machen. Und da gab es einige, die sagten, was laberst du für einen Scheiß? Also, und da habe ich gemerkt, so krass, für mich ist es nicht mehr so normal, darüber zu reden wie früher. Und wie paradox ist das, dass es früher für mich kein Problem war, obwohl es zu der Zeit noch weniger darüber geredet wurde wie jetzt. Ja, und jetzt bin ich mittlerweile wieder langsam, aber sicher wieder im gleichen Modus wie dazu mal. Ich mache das für mich. Für mich fühlt es sich gut und richtig an. Und das hat, würde ich sagen, auch viel mit Selbstsicherheit, mit Selbstliebe, Selbstakzeptanz auch zu tun. Ja. Nicht immer allen anderen alles richtig machen zu wollen. Und das habe ich halt paar Jahren so gemacht und deshalb war es auch nicht mehr, konnte ich auch nicht mehr so selbstsicher darüber reden. Aber ich bekehre wirklich nie jemanden. Das Einzige, wo ich wirklich mal an jemanden geraten war, war irgendwann in der Jugendzeit, wo wir den Koko-Tag, das ist so einen religiösen Tag hatten, wo wir in der Kirche waren. Und der Pfarrer uns Dinge gefragt hat, was wir glauben. Ich habe gesagt, ich glaube an die Wiedergeburt. Heißes Thema in der Kirche. Und der hat mich dann wirklich zur Sau gemacht. Und dann habe ich aber ganz ruhig gesagt, also wenn ich hier so behandelt werde, möchte ich nichts damit zu tun haben. Und ich trete aus der Kirche und aus dem Ganzen aus. Und habe mich einfach umgekehrt und aus dem Fenster geschaut. Ich hab keine Diskussionen angefangen, nichts. Ich so, okay, gut. Ich sehe so,
Du siehst so, du redest so, ist so ein Niveau mit mir als erwachsener Mensch. Der Pfarrer ist in der Kirche. Ich so, nein. That's it. Ganz einfach. Obwohl ich gerne diskutiere, aber bei so Sachen ist so. Spannend. Ja, ich habe mir auch gerade gedacht, als du erzählt hast, ich glaube, ich hätte eine Diskussion angefangen. Aber ja, manchmal ist es schlauer. Schweigen ist Gold, sagt man. Vielleicht nicht ohne Grund. Ich glaube, Ja. es kommt auf die Situation drauf an, weil Voll. da war es so von oben herab, das ist, das, da gebe ich mich selber auf ein Niveau, was, das bringt nichts. Aber wenn, ich hatte auch schon eine gesunde Diskussion mit jemandem, wo sehr gläubig ist, und wir hatten Stunden über das ganze Thema geredet. Aber das ist dann eher wie ein Austausch. Ah, du siehst das so, warum siehst du das so, warum sehe ich das so? So. So finde ich es sehr, sehr spannend und sehr schön, darüber zu reden. Ja, voll. Das Thema mit dieser Rückführung, als du 17 warst, glaube ich, hast du gesagt. Du hast gesagt, das war für dich so ein, wie sagt man dem, lebensverändernd. So, das war richtig, das hat dich geprägt, auch auf deinem Weg und wahrscheinlich auch wieder erinnert an, wer du mal warst und was für dich mal normal war. Kannst du uns da noch ein bisschen mit reinnehmen? Das war, wir hatten eine Abschlussarbeit für die Schule, wie heißt das, SVA, glaube ich, Selbstvertiefungsarbeit, ja genau. Und wir hatten das Thema Grenzen. Und bei mir kam dann gleich so, ja, okay, Grenzen zwischen Körper und Seele. Meine Lehrerin war so, ja, bist du sicher, dass du das machen wirst? Weil es können nicht alle Experten damit was anfangen. Und das hat mich schon nicht in Ruhe gelassen. Ich so, doch, ich mache das. Hatte da drei Schwerpunkte, ein Interview, Umfrage und ein Experiment. Und das Experiment war die Rückführung, weil meine Mama hat solche Sachen gemacht. Und dann habe ich ihr gesagt, Mama, ich will aber nicht in ein altes Leben zurück, sondern ich will da zurück, wo wir herkommen. Und sie so, Wow. okay. Noch nie gemacht, aber probieren wir es aus. Und das hat sehr gut funktioniert und das war sehr, sehr eine schöne Erfahrung. Ich, ja, es war ähnlich wie ich hatte mal so ein Nahtoderlebnis, war vom Gefühl her ein bisschen ähnlich, einfach hat noch mehr so ein Zuhause wirklich ankommen, sehr leicht und wohl und es gab gar nicht wirklich so in dem Sinn Gefühle dort. Also es gab nicht so irgendwie Wut oder Trauer oder Glück oder es war einfach irgendwie so neutral, mehr oder weniger. Es hatte da spezielle Wesen, sage ich jetzt mal. Ich habe da auch mein Krafttier angetroffen und die haben mir dann halt Infos mitgegeben, haben mir Dinge gesagt und als ich dann zurückkam, hat meine Mama gesagt, schreib es dir sofort auf. Habe ich dann auch gemacht. Weil es ist ein bisschen wie so ein Traum. Also umso länger ich gewartet hätte, umso mehr hätte ich dann vergessen und nicht mehr, wenn ich es nicht aufgeschrieben hätte. Und dann haben die mir halt eine Info gegeben und gesagt, das darfst du niemandem sagen, warum du hier bist, was deine Aufgabe ist. Erst vor, ich weiß gar nicht, 2, 3 Jahren oder so, hieß es dann mal, jetzt darfst du es langsam teilen. Und vorher war wirklich Von so, wem? Also wer hat das gesagt? es ist einfach so eine Stimme, wo dann kam, Okay. vorher, ich konnte es, auch wenn ich das wie sagen wollte, es ging irgendwie nicht. Ich konnte es nicht aussprechen und irgendwann kam der Punkt so, oh, ich kann es aussprechen, ich kann es teilen, ich kann es sagen. Ja, das war so, das ist so die Kurzfassung. Und danke dafür. Wie war das dann, als du das ausgesprochen hast, also jemandem erzählt hast, so, wie war das und wem hast du es erzählt? Ich weiß gar nicht mehr, wer die erste Person war, wo ich es gesagt habe.
es geht ja genau um das, was ich jetzt mache, dass ich meine Arbeit so nach außen trage und für die Menschen da bin. Und die haben mir wie so Visionen gezeigt, was alles sein darf, was alles passieren soll. Und zu dem Zeitpunkt konnte ich das auch gar noch nicht wirklich fassen. Ich dachte so, was? Also ganz genau habe ich es eh noch nie wirklich eben, ich weiß auch gar nicht, ob ich es ganz genau in Worte fassen kann, was alles passieren darf, aber dass ich wirklich hier bin, um Menschen zu begleiten, um hier zu sein, um gewisse neue Energien mit auf die Erde zu bringen. Ja, dass das wirklich meine Aufgabe ist und ich spüre das auch. Also ich, auch wenn ich etwas, mich auf etwas anderes fokussiere, es wird immer extremer, dass es geht nicht. Es geht mir schlecht. Also seit ein paar Wochen, ich hatte wochenlang jetzt Magenbeschwerden und jedes Mal, wenn ich aber Dinge gemacht habe, die für diesen Weg da sind, ging es mir gut. Und wenn ich davon abgekommen bin, ging es mir wieder schlecht. Also ich kann immer weniger weggehen von dem Weg. Es Ja. geht gar nicht mehr. Ja. Spannend. Ja. Ich hatte jetzt noch eine Frage, aber jetzt musste ich lachen wegen dir. Jetzt habe ich sie jetzt verloren. Was vielleicht nicht wichtig. Vielleicht soll sie nicht sein. Oder sie kommt mir wieder. Ich habe sie wieder. Sie soll sein. Was ich so beobachte, viele Menschen, oder jetzt vor allem Frauen in meinem Podcast, erlauben sich nicht wirklich groß zu träumen. Beziehungsweise, wenn sie sich dann erlauben, groß zu träumen und erlauben, Dinge zu wollen und so, dann scheitert es an der Umsetzung. Also viele manifestieren sich dann den ganzen Tag ihre Visionen, aber die Umsetzung da, ja. Und meine Frage, so wie ich das so raushöre, hast du als Kind schon groß geträumt und das dann so ein bisschen verloren oder dich so ein bisschen abgespalten von dem, was für dich möglich ist und hast dich so ein bisschen im Weltlichen verloren? Also ja, vielleicht sollte auch das sein und da hast du sicherlich auch ganz wertvolle Dinge dazu erfahren und eben auch gibt so das, was du alles abgelehnt hast oder vielleicht auch, ja eben, was hast du jetzt gesagt mit dem einfach Dinge, die Menschen tun, so beispielsweise Thema Schulden, genau das hast du gesagt, dass du dir das dann auch kreiert hast, um so ein bisschen vielleicht auch im Menschsein anzukommen und eben Menschen dann auch, wenn du Menschen begleitest, dass du sie dann so fühlen kannst. Also, dass du nicht, was weiß ich, wie diese Menschen dann verurteilst. Also, du darfst natürlich immer noch Menschen verurteilen, machen wir alle hin und wieder. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Wie erlaubst du dir heute, diese Visionen, zum einen die zu träumen überhaupt, dir zu erlauben, so diesen Raum zu öffnen, von einer Version von dir, die du hier siehst, aber die noch nicht auf der materiellen Ebene Realität ist, und auf der anderen Seite das eben dann auch wirklich umzusetzen. Und dann auch nicht ganz viele Fragen als der bessere Mann, sondern wirklich deiner Natur entsprechend, so weiblich. Wow. Hast ein großes Fass aufgemacht. Ja, ist lustig, dass du jetzt genau das Wort erlauben gesagt hast. Ich habe jetzt gestern ja mit dem Kurs Allow, also erlauben, angefangen. Es war auch so eine Info, die kam und gesagt hat, mach das. Und ich dachte auch zuerst so, nein. Warum soll ich das jetzt machen, so kurzfristig und alles? Aber ich finde, das ist eben so, so ein wichtiges Thema. Ich würde sagen, so, sogar ein bisschen mehr für Frauen wie jetzt für Männer, sich lernen zu erlauben, das alles wirklich zu leben und
Das ist ein großer Prozess und ich habe gemerkt, wie krass fest mir das am Herzen liegt, dass Menschen, egal ob jetzt Frau oder Mann, aber meistens sind halt eher wirklich Frauen, die mehr ihre Arbeit, die sie gern machen möchten, gegen außen tragen. Also ich sehe so viele, die haben so ein, soll ich so sagen, so ein geiles Potenzial sich, wo einfach noch nicht gesehen wird, weil sie sich noch nicht richtig zeigen wollen, können, noch verstecken. Boah, da hat so viele Gründe, was es sein könnte. Aber es geht vor allem ums Thema Erlauben. Und wenn du dich da fragst, hey, okay, was erlaube ich mir noch nicht oder was möchte ich eigentlich gerne? Da fängt es ja bei vielen schon an. Sie wissen gar nicht genau, was möchte ich wirklich. Und warum erlaubst du dir das noch nicht? Und das kann so viele verschiedene Ursprünge haben. Warum erlauben wir uns gewisse Dinge noch nicht? Vieles, würde ich sagen, hat auch mit der Kindheit zu tun, was halt auch, wie du aufgewachsen bist, was du mitgenommen hast. Oft war es ja jetzt. Also bei meinen Eltern war es halt noch so, dass mein Vater ging arbeiten, meine Mama war zu Hause, hatte zwar ihre Praxis zu Hause, aber wirklich, ich hatte nicht wirklich das Gefühl, dass sie jetzt richtig glücklich ist und sich wirklich richtig entfalten kann. Und dann erlebst du das so zu Hause und siehst das so und irgendwo hast du das im Kopf, ah, jetzt muss vielleicht so sein. Dann kam natürlich jetzt noch mit dem ganzen Feminismus, so, wir sind Frauen, wir sind bessere Männer und das hat ganzen schlimmen Switch angenommen. Ich war auch in dieser Energie drin einige Jahre. Also ich habe gehustelt, gehustelt, gearbeitet, gearbeitet. Zuerst im Network Marketing ein Riesenteam aufgebaut, fast nur mit Männern. Lustigerweise. Und danach im Eventmanagement, in der Chefposition und auch gehasselt, gehasselt, gearbeitet, gearbeitet. Und was hat es gebracht? Also ich habe mich immer weniger gespürt, weniger gefühlt, immer mehr in die männliche Energie reingegangen. Und ich denke, das ist auch ein wichtiges Thema, warum es bei vielen wahrscheinlich gar nicht mehr wirklich klappt, weil wir Frauen sind Frauen für zum Empfangen hier, zum Bekommen und wenn wir in dieser Art und Weise hasseln, wie das die Männer machen, gehen wir auf lange Frist kaputt an dem Ganzen. Und ich denke, das sind so diese zwei Hauptbaustellen. Wie hast du es als Kind mitgenommen? Und lebst du jetzt mehrheitlich die männliche Energie oder die weibliche Energie? Und ich denke, diese zwei Baustellen, würde ich sagen, geht es darum, dass du da mehr in die Heilung kommst und zuerst mal da anfängst zu schauen, was muss gemacht werden. Ich meine, wenn du da große Baustellen hast, kannst du noch so viel visualisieren und machen und tun und es wird wahrscheinlich nichts groß passieren, weil alles in einem System darauf ausgelegt ist, dass es so nicht klappen kann, weil da alles denkst anders, es ist anders in dir verankert, kannst du dir vielleicht Bilder vorstellen, aber es wird immer da bleiben. Ja, Was und nicht. wie machst du das dann mit den Frauen, wenn du mit ihnen arbeitest? Also, so hast du ein bisschen zwei, drei praktische Tipps, die jetzt Frauen, die zuhören, die das wirklich auch gut umsetzen können, was du sagst, damit dann eben das auch quasi auf natürliche Art und Weise dann ins Leben kommt. Herauszufinden, was für, ich sage jetzt, Bullshit-Glaubenssätze in deinem Kopf sind. Mehr im Alltag darauf zu achten, wo denkst du vielleicht Dinge, die dir gar nicht so, also bewusster zu denken, sage ich jetzt mal, bewusster zu schauen, was du denkst im Alltag.
vielleicht kommen solche Gedanken auf, wie, ah, das kann ich doch gar nicht oder das habe ich gar nicht verdient oder solche Dinge ploppen oft mit auf und da anfangen, das versuchen herauszufinden, woher kommt das oder zu transformieren. Bei einigen klappt es auch nur schon, wenn du sagst, okay, ich in dem Moment switche ich wie um und sage, doch, doch, ich kann das, ich erlaube mir das. Wenn es tiefer sitzt, muss man halt schauen, ob man es irgendwie anders mit anderen Methoden wegbekommt, aber sicher mal bewusster darauf zu schauen, was denkst du? Oder was denkst du vielleicht auch, wenn du visualisierst? Ich meine, vielleicht kannst du dir Bilder vorstellen, aber irgendwo im Hinterkopf denkst du, das erreiche ich eh nie. Oder wie visualisierst du? Visualisierst du ihn jetzt oder visualisierst du, ja, dann, wenn ich das habe und wenn ich so zukunftsorientiert visualisierst, wird es halt auch schwierig, dann wird es immer in Zukunft bleiben. Darf ich kurz eine kritische Frage stellen? Muss man immer daran glauben, dass es möglich ist, damit es möglich wird? So eine Frage, die ich mir stelle und mich interessiert deine Antwort. Muss man immer daran glauben, dass es möglich wird? Weil ich glaube, vielleicht antworte ich dir kurz. Ich glaube manchmal, also wenn ich jetzt so in mein Leben schaue, ich habe nicht immer an mich geglaubt und manchmal braucht es, glaube ich, oder ist jetzt so heutiger Standpunkt meine Antwort darauf. Ich glaube, manchmal braucht es diesen Antrieb noch, dass wir glauben, etwas ist nicht möglich, damit es dann möglich werden kann. Weil wenn du glaubst, es ist möglich von Anfang an, dann warum solltest du es überhaupt probieren? Warum solltest du es dann überhaupt machen? Weil es ist ja sowieso möglich für mich. Also dann verliert er vielleicht auch so ein bisschen dieses, boah, ich will das jetzt schaffen. Weißt du, wie ich meine? Ich will das möglich machen, auch wenn ich vielleicht nicht daran glaube. Ja, ich weiß, glaube, was du meinst, aber ich kann dich da mit einfühlen. Ich persönlich bin halt komplett an, also ich glaube, alles ist möglich irgendwo. Ich auch. Darum, Also, ja, sag's nochmals. ich sage auch immer in meinem Podcast aus Liebe zur Freiheit und weil alles möglich ist, auch für dich. Und ich bin auch davon überzeugt, aber trotzdem gibt es ja dann manchmal so kleine Anteile in uns, die glauben nicht daran. Also weißt du, dass du nicht mit jedem Anteil daran glaubst. Mit einem Anteil weiß ich auch, ja, alles ist möglich und sowieso. Und wer etwas anderes sagt, Bullshit. Aber manchmal gibt es doch so Anteile, ja, die glauben vielleicht eben noch nicht daran, bis es dann so ist. Ja, ich finde das noch spannend. Also ich versuche es mal so in meinen Worten zu sagen, weil das Ding ist, wenn etwas, du sagst, okay, ich kann das sowieso oder es ist möglich, ich kann das eh erreichen, wenn ich will. Und dann machst du es vielleicht trotzdem nicht, weil du denkst, ja, ich kann es ja. Jetzt ist der Clou, was ist aber, wenn du anfängst, das zu tun? Und was ist, wenn es nachher doch nicht klappt? Also kann das auch wie eine Ausrede für dich selber sein oder dass du dir etwas kreierst, dass du gar nicht beginnst. Du beginnst gar nicht damit, und weil das war auch so ein also Bullshit, das klang ja alles schön in meinem Kopf, ich kann das eh, ich schaffe das. Und ich habe so lange gebraucht, bis es dann mal wirklich, wirklich anfing. Also ich denke mir auch jetzt manchmal noch, hey, seit bald 2 Jahren habe ich angefangen, aber ich habe immer noch das Gefühl, ich habe nicht wirklich angefangen. Also das ist so etwas, wo ich mir vor kurzem auch so, Moment mal, das ist die Angst, wenn du etwas dann machst und es klappt dann doch nicht so, wie du dachtest, ja, du kannst das eh. Was ist dann? Kannst du dann das noch halten?
und trotzdem weitergehen. Weil solange du da weiter hinten bist und sagst, ich schaffe das eh, wenn ich das mal mache, dann da ist es halt schön bequem in deiner Komfortzone, weil du denkst, ich kann es ja eh, wenn ich will. Aber was ist, wenn du losgehst und es klappt trotzdem nicht gerade von Anfang an? Und dann zeigen vielleicht andere auf dich, ah, jetzt hat sie es doch nicht hinbekommen, ist sie doch nicht da, wo sie ist. Dann wirst du sehen, bleibst du wirklich da, weil glaub mir, du wirst getestet. Du wirst getestet, ob du wirklich auf deinem Weg bleibst. Ich meine, das ist ja so, es gibt so viele Bilder, wo du siehst, kurz vor dem Volk mit dem Graben, glaube ich, gibt es so Bilder, wo du im Boden gräbst und unten ist irgendwie ein Diamant und die einen hören genau auf, bevor der Diamant kommt. Ja, Und etwas ja. so sehe ich das. Dann aber trotzdem weiterzugehen, auch wenn es zuerst vielleicht so aussieht, wärst du gescheitert und doch nicht so, wie es in deinem Kopf, in deiner Vorstellung war, nicht eingetroffen ist. Gehst du dann trotzdem weiter für deinen Weg oder bleibst du stehen? Und solange es halt einfach nur so schön von weitem siehst, ja, ich kann das eh. Ja, ist ja schön, oder? Das ist eine Ja. Komfortzone, die man sich da kreiert. Ich finde das so wichtig. Danke, dass du wolltest du noch etwas sagen? Ich weiß nicht, ob das so jetzt beantwortet ist. Ja, danke, dass du das noch so ergänzt hast. Und eben, ich finde es so wichtig, dass wir genau darüber sprechen, weil ich habe auch ungefähr vor 2 Jahren angefangen und Menschen, die ich damals kennengelernt habe auf dem Weg, wenn ich die heute suche auf Instagram oder so, ich finde die nicht mehr. Gibt's. Und ich finde es wichtig, dass du das eben auch gesagt hast, so, ich glaube, die meisten Menschen hören zu früh auf. Weil wenn du diese Vision hast, dieses Bild von dir, was möglich ist, und dann scheiterst du, dann klappt es nicht, dann scheiterst du nochmal, dann kommt es wieder nicht so, wie du glaubst oder wie du dir ausgemalt hast. Und dann sagst du, ja, dann ist das doch nichts für mich, dann krieche ich jetzt wieder zurück in meine Komfortzone und ich bin wieder angestellt oder was auch immer. Und nichts gegen das Angestelltsein, aber wenn du selbstständig sein willst, beispielsweise jetzt eben dein Business aufbauen willst, also ich glaube, wir lernen vor allem aus Problemen, aus Fehlern, aus dem Scheitern. Und ich sage immer, scheitere nach vorne. Und keine Ahnung, ich glaube, natürlich, es darf leicht sein und wir dürfen uns das kreieren und dem Zyklus entsprechend, ebenso wie wir auch das Podcast-Interview bei dir gemacht haben. Zuerst habe ich abgesagt, weil ich meine Tage gekriegt habe. Dann hast du abgesagt, weil du deine Tage gekriegt hast. Also solche Dinge, natürlich dürfen wir es uns da leicht machen, aber ganz ehrlich, Businessaufbau oder diese Version von dir, die du siehst außerhalb deiner Komfortzone, ist eben außerhalb deiner Komfortzone, diese größere Persönlichkeit. Und da ist das Unbekannte, das Ungewisse, Risiko. Und das fühlt sich dann nicht immer so schön und kuschelig und warm an. Aber da passiert dann das Magische. Also, und dann eben auch, für mich ist es auch weiblich, dann eben sich diesem Fluss hinzugeben und zu vertrauen und den Plan öfter mal einfach beiseite zu schmeißen, weil der Plan ist ja immer aus dem Kopf. Du planst es aus dem Kopf, was du als Vision siehst, aber dann zu vertrauen, dass das Leben, Gott, das Universum, was auch immer, dass sich das schon fügt und dass, ja, dass du vielleicht dann einen Umweg machst oder etwas, was dich wie ein Umweg anfühlt, aber eigentlich dann auf dieses Ziel hinarbeitet. Und ja, also einfach wirklich auch, dass wir den Weg genießen dürfen, finde ich auch voll wichtig. Eben auch, wenn wir dann scheitern, dann fühlen wir das, dann tut es weh, dann ist es scheiße und so. Natürlich darf es sein. Und dann willst du vielleicht alles hinschmeißen, aber du siehst den Sinn nicht. Diese Momente wird es sicherlich geben. Aber dann quasi so im Feuer stehen zu bleiben, dich darin zu halten, vielleicht auch eine Mentorin, einen Mentor an deiner Seite zu haben. Also mir hilft es immer, also würde ich das alles alleine machen, dann weiß ich nicht. Und eben auch wir Frauen,
Für mich war das immer so ein Thema. Ich habe mir immer gesagt, ich bin Michelle, ich brauche keine Hilfe. Wer, wenn nicht ich, kann das alles alleine, ich brauche euch nicht. Und heute mir zu erlauben, eben eine Mentorin jetzt wieder an der Seite zu haben oder allgemein einfach um Hilfe zu fragen oder das nicht alleine machen zu müssen, da ist so viel Heilung drin. Also, ja, jetzt habe ich ganz viel gequatscht. Hast gut gequatscht. Das ist absolut so. Sehe ich genau gleich wie du. Absolut. Was ist so die Hauptherausforderung bei den Frauen, die du begleitest? So, was ist so das Haupt, wo stockt's? Ich glaube tatsächlich wirklich im Erlauben. Ich glaube, deshalb kam auch diese Info, dass ich das machen soll. Lustigerweise sind bis jetzt alles Frauen mit dabei. War nicht so bewusst. Also konnten ja auch Männer kommen. Aber ich glaube wirklich, sich zu erlauben, das zu leben, das mit einer gewissen Leichtigkeit zu leben, dass wir nicht in diesen Hustle-Modus gehen müssen. Und ja, mit Leichtigkeit auch, ich sage jetzt mal, auch viel Geld anziehen dürfen, ohne eben, dass wir jetzt da hustlen und diesen, das und nächsten, da einen Termin, sondern wirklich mit dieser empfangenden Weiblichkeit Freude, würde ich jetzt noch sagen, das ist auch so, das spüre ich, dass es bei vielen verankert ist, war bei mir auch extrem so, also extrem nicht, ich war da zwiegespalten, aber wie oft wird uns weitergegeben, so ja, Arbeit ist scheiße, es muss sein, wir müssen das halt machen. Ich habe gesagt, wer muss und wer ist Mann? Das heißt oft, Mann muss das machen. Nein, du musst überhaupt nichts. Und es darf Freude machen. Du darfst das leben und machen, was dir wirklich Freude bereitet. Gibt es auch noch bei vielen so im Kopf, dass es Geld kreieren oder halt Arbeit ist Arbeit gleich schwer, gleich mühsam, gleich, ich habe keinen Bock, das zu machen. Ich habe auch letztens von einer gehört, ja, kann ich das wirklich machen, weil es macht mir so viel Freude. Darf ich damit Geld verdienen? Also ich denke, das ist schon noch irgendwo ein großer Schmerzpunkt bei vielen. So, darf ich wirklich mit meiner Freude Geld anziehen? Und das eben halt auf eine weibliche Energie. Und klar, wir können auch mal, für gewisse Dinge ist es auch gut, dass wir mal kurz in die männliche Energie rein Ich wollte es sagen, ja. ja, vor allem auch im Business, ganz wichtig, aber das soll immer ich sage jetzt mal, keine Ahnung, wenn wir jetzt Zahlen nehmen müssten, würde ich sagen, so 30% männliche Energie und der Rest weibliche Energie, jetzt einfach als Beispiel. So plus, minus. Und halt lernen, wirklich immer wieder in diese weibliche Energie reinzukommen und was fühlt sich gerade richtig an und nicht eben immer nur diesen hart durchdachten Plan. Also ich mache mir mittlerweile fast keine Pläne mehr. Ich sage einfach so, okay, ich fühle rein, was fühlt sich richtig und gut an, und das mache ich. Und wenn ich halt merke, okay, das will ich jetzt doch nicht machen, dann ändere ich es halt wieder, auch wenn es vielleicht für einige aussieht so, oh, jetzt macht sie das, oh, jetzt das, aber warum, wenn wir etwas durchziehen, sage ich mal, mein Vater hat immer gesagt, Celine, zieh mal was durch. Aber warum soll ich et auf etwas beharren, was ich merke, nee, es ist doch nicht. Halt wirklich da zu empfangen, was ist es wirklich? Und ich denke, das ist auch dann vielleicht auch ein Prozess, dann merkst du, ah, das macht dir glaub Freude, dann probier es einfach mal aus. Probier es aus und vielleicht merkst du mit der Zeit, ne, doch nicht so ganz.
Das macht mir eigentlich viel mehr Freude. Und dann wirst du das halt auch mal ein bisschen auszuprobieren und nicht so dieses festgefahren, jetzt habe ich diese Idee und das ziehe ich jetzt einfach durch. Aber dann trotzdem, entschuldige, ich muss kurz eingrätschen, dann trotzdem, weil ich sehe auch eben, dass viele Frauen dann nur noch der Freude folgen und dann, wenn es sich jetzt mal nicht so schön anfühlt und so, dann eben wieder, ah, dann ist halt nicht meins, obwohl es dann eben vielleicht doch mal ums Durchziehen geht, auch wenn es Angst macht, auch wenn es nicht immer schön ist, oder gibt so Friede, Freude, Spiritualität und ich fliege ein bisschen. Weißt du, wie ich meine, so. Also wie, da müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen abwägen, oder? Und wie siehst du das? Genau, ein bisschen differenzieren. Natürlich macht nicht der ganze Weg immer Freude. Aber ich rede jetzt mehr davon. Wenn du zum Beispiel, ich nehme einfach ein Beispiel von mir, ist am einfachsten. Ich mache so Healing Sessions. Und da gibt es manchmal auch Momente, wo ich dachte, oh, ich habe jetzt keinen Bock. Wirklich, ich habe keinen Bock auf diese Healing Session oder jetzt eine Session zu machen, so früh aufzustehen. Und das ist dann manchmal so, oh, okay, Celine, steh auf, jetzt machst du das und kommst in deine Energie rein. Und, oder vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, was machst du da, was ist das? Solche Dinge sind dann vielleicht auch nicht so schön, das zu hören oder whatever. Also es gibt dann auch Momente, wo vielleicht nicht so nice sind. Oder das Ganze halt auf die Webseite zu tun, alles zu installieren. Ich hasse Technik. Ich bin kein Freund von Technik, aber das ist auch wichtig für den Weg. Also irgendwo musst du ja irgendwie auch in die Sichtbarkeit kommen. Gewisse Dinge müssen wir auch tun, damit es überhaupt vorankommt. Und das sind auch nicht immer, ich mache auch nicht alles gern, Buchhaltung, alles, ey, nee, kein Bock, aber das sind Dinge, die müssen wir tun für diesen Weg. Oder irgendwann hast du den, läuft so gut, hast du Angestellte, wo du das abgeben kannst. Aber wenn ich so eine Session gebe, ab dem Moment, wo ich beginne, ich bekomme so, ich weiß nicht, wie ich das, das ist so eine Liebe, das ist so ein schönes Gefühl. Und danach vor allem habe ich viel mehr Energie wie zuvor und mir geht es so gut, obwohl ich ja gerade sehr viel gegeben habe. Und das meine ich, wenn ich aber nach so Sessions zum Beispiel immer niedergeschmettert wäre und noch weniger Bock hätte wie zuvor, dann ist es vielleicht wirklich nicht das Richtige. Dann musst du vielleicht wirklich schauen, okay, dann musst du vielleicht irgendwas anderes machen. Aber wenn dir das, die Arbeit an sich, wo du gibst, Freude bereitet, dir gut tut, dann ist es das Richtige. Auch wenn dann im Außen gibt es immer wieder Dinge, die vielleicht anstrengend sind, nicht so schön sind, aber da trotzdem auf deinem Weg zu bleiben, weil du merkst, wenn du das machst, macht es dir Freude. Ich glaube, da, ich glaube, es ist jetzt verständlich, oder diese zwei, ja. Ja. Danke. Ich erinnere mich an, keine Ahnung mehr, wann das war, aber wir haben uns da über Sprachnachrichten ausgetauscht, über WhatsApp und du hast mir erzählt, ich weiß noch, ich habe da gefühlt das ganze Haus ein bisschen geputzt und dann so deine Stimme gehört und was du erzählt hast und so. Und ich fand es da so faszinierend, eben auch jetzt wieder so, wie oft ich mich in deiner Geschichte wiedergefunden habe und so. Und auch jetzt noch so bezogen auf deine Vision, auch da, wie ähnlich irgendwie unsere Visionen sind. Und das war für mich irgendwie jetzt ein schönes Gefühl, auch dass wir uns quasi schon so früh auf dieser Reise begegnet sind. Das ist so, ich finde so diese Verbindungen mit, gerade mit Frauen, die einen ähnlichen Weg gehen, so unbezahlbar, so wertvoll, so schön, weil so diese Gespräche, die wir jetzt haben, sei das jetzt über WhatsApp oder jetzt hier im Podcast, das ist so, so tief, so, so nährend und so anders als ich früher Freundschaften und so, also es war, das ist so eine ganz andere Ebene und ich finde es so schön, also danke dafür und magst du da noch ein bisschen erzählen, jetzt so, was deine Vision ist, eben auch bezüglich, egal, erzähl.
was gerade kommt. Also, ich möchte auch noch sagen, ich finde das sehr, sehr schöne Verbindungen. Ich merke auch umso mehr, ich selber auch auf meinem Weg bin und das mache, umso mehr Menschen kommen einfach irgendwo her in mein Leben. Also da vielleicht auch für andere das zu ermuntern, weil ich hatte sehr Angst, auch diesen Schritt zu gehen, dass ich viele Menschen auch verlieren werde. Das war auch so. Aber ich kann dir wirklich sagen, es kommen Menschen in dein Leben, wo es eben einfach viel mehr matcht und passt dann auch und wo die Verbindungen, finde ich, einfach tiefer gehen, auch wenn man sich vielleicht gar nicht so oft hört oder sieht oder so. Aber du weißt, wenn was ist, irgendwo hast du jemanden zum Austauschen, wo dich dann auch gleich versteht und nicht so von was da bist du. Also da kann ich alle ermuntern, auf diesen Weg einfach loszugehen. Und es wird Momente geben, wo du vielleicht dich auch komplett alleine fühlst und vielleicht auch mal eine Zeit lang wie alleine gehst, aber früher oder später, umso weiter du auf deinem Weg bleibst, kommen immer mehr Menschen in dein Leben, wo es einfach dann wirklich matcht und passt, wie eben wir zwei uns jetzt auch einfach getroffen haben, oder? Meine Vision, ja, ich habe viele Visionen, aber ich habe vor allem spüre ich einfach, dass ich Menschen begleiten möchte in, ich sage so, wie, es gibt wie diese drei Teile, Body, Mental und Spirit, dass diese drei Bereiche wie dann, wie soll ich sagen, dass immer mehr verbessert wird, immer eine bessere, also besser, klar, wir sind alle gut, wie wir sind, bla bla bla, aber dass du mehr möchtest, dass du mehr vom Leben möchtest, dass du dich da verbessern möchtest und immer schaust, hey, was kann ich noch machen? Also in eine, ich sage, eine tiefe Heilung gehen darfst in allen drei Bereichen und dass jeder Mensch immer mehr von seinem Potenzial lebt und mehr in die Heilung kommt, anstelle in diese ganze Ablenkung und sich immer mehr kaputt machen und einfach hier sein, damit wir hier sind, ist meiner Meinung nach nicht der Sinn. Das habe ich halt als Kind schon gespürt. Wir sind hier, um Dinge zu lernen, um zu erfahren und um uns zu entwickeln. Und das finde ich in diesen drei Bereichen, dass wir uns in diesen drei Bereichen entwickeln und verbessern und mehr auch wie das Kollektiv wahrnehmen dürfen und spüren dürfen. Wir sind wirklich eins. Also jeder einzelne Mensch zählt, dass er sie sich verändert und an sich arbeitet. Weil du schwingst das nach außen. Wir sind wirklich alle irgendwie verbunden. Wie die Bäume im Wald sind alle miteinander verbunden. Und so sehe ich es auch bei uns Menschen. Und ich möchte irgendwie so viel wie möglich machen, dass sich das ganze Kollektiv verbessert. Und deshalb feiere ich es auch, wenn andere Menschen, die anderen Menschen helfen wollen und unterstützen möchten, auch wachsen. Also ich höre da ja oft so viel Neid und Kämpfe untereinander und auch Coaches und so. Und denke ich mir so, ich glaube, du hast deine Berufung vielleicht verfehlt oder ich weiß nicht, aber ist doch das Schönste, wenn andere auch also groß werden, sichtbarer werden, dazu beitragen, dass ich noch mehr verbessern darf. Und ja, da geht einfach komplett mein Herz auf. Und jetzt neuerweise habe ich gemerkt, ich bin sehr ein kreativer Mensch. Jetzt habe ich noch gespürt, was ich machen darf, dass sich das verbindet, meine Arbeit plus das Kreative und auch da physisch auch Menschen noch Dinge mitgeben darf. Sehr gerne, irgendwann möchte ich auch eins oder mehrere wie so Retreat-Hotels haben, wo du immer hingehen kannst und nicht, wenn einfach nur ein Retreat irgendwo stattfindet, sondern wo du immer, wenn du es gerade fühlst, ein paar Tage, ein paar Wochen hingehen kannst, so einen schönen, sicheren Space schaffen für deine eigene Entwicklung, für dein Sein.
ja, es gibt zwar Momente, wo ich sage, am liebsten würde ich eine eigene Insel machen und alle prüfen, die da auf die Insel dürfen. Aber es ist ja nicht der Sinn der Sache. Aber solche Momente habe ich auch, wo ich denke so, ah, oh, es geht mir alles so auf den Sack. Aber und das habe ich auch. Aber dann halte ich wieder fest und merke, nee, das, die Vision, die ich habe. Und es geht auch nicht an. Also es wird wirklich, die Stimmen in mir werden immer lauter und lauter. Und ich kann da gar nicht mehr irgendwie sagen, nee, jetzt schmeiße ich alles hin und habe keinen Bock mehr. Also das ganze System wehrt sich da dagegen. Und ja, ich weiß nicht, ob es so ein bisschen verständlich war. Ich möchte einfach so vielen Menschen wie möglich erreichen, mehr ihr Potenzial zu leben, gesünder zu leben und ihre Visionen zu leben, ihre Träume, ihre Ziele und mehr Freude und Liebe und klingt so kitschig, aber Schön. Danke dafür. Willst du mal ein Buch schreiben? lustig, dass du das jetzt sagst. Oh, ich kann nicht mehr. Das ist eine, ich glaube, ich habe das noch nie öffentlich geteilt. Das ist eine Info, wo kam mit meiner Rückführung mit 17. Ich soll ein Buch schreiben, weil auch diese Arbeit haben sehr viele Menschen gelesen. Es war eine der besten. Sie wurde ausgestellt und ganz, ganz viele Leute auch nachher haben es gelesen und gesagt, du musst mal ein Buch schreiben. Ich dachte so, ja, genau, ich, wo so gut Deutsch kann und Rechtschreibung gleich eine Riesenkatastrophe. Und alle, doch, du musst ein Buch schreiben. Ich so, ja, irgendwann dann. Und da kam eben auch diese Info und ich habe es dann immer wieder auf die Seite getan. Ich so, ein Quatsch, so ein Quatsch, so ein Quatsch. Dann im 2020 war ich einmal richtig, richtig schlimm krank. Ich habe wirklich gedacht, jetzt ist vorbei, jetzt. Ciao Welt, schön war's. Und dann kam auch, du musst schreiben, du musst dieses Buch schreiben. Weil ich habe dann gemerkt, was ist, wenn ich jetzt sterbe? Was würde ich bereuen? Und dann kam immer wieder, dass ich dieses Buch nicht geschrieben habe. Und ich dachte so, und jetzt seit ein paar Wochen auch das, es wird immer lauter und ich habe mich dann auch mal gefragt, warum habe ich so Magenschmerzen, warum spinnt alles so? Und dann kamen auch richtig laute Stimmen und haben gesagt, schreib, schreib, schreib. Ich so, lass mich doch mal in Ruhe mit dem. Und du musst schreiben, sonst es wird immer schlimmer. Und wenn du auf das nicht hörst, dann kommt was anderes. Aber wir lassen dich jetzt nicht mehr in Ruhe. Und jetzt fragst du mich, ob ich ein Buch schreibe, ich kann nicht mehr. Ich hatte Lustig. jetzt Gänsehaut, als du erzählt hast. Und ja, ich hatte jetzt so voll dieses Bild. Ich kriege immer so meine Bilder von den Menschen, was für sie möglich ist. Und ich habe ganz klar dieses Buch gesehen und deswegen musste ich dich jetzt fragen. Ja, schreib, du weißt, was du zu tun hast. Das ist nicht normal. Ich sag's dir, seit wirklich ein paar Wochen und ein guter Freund danach, du musst schreiben. Du musst jetzt auch schreiben. Jetzt kommst du auch noch. Also wirklich von hinten, von vorne, von überall. Jetzt musst du es dir nur noch erlauben. Ja, ich weiß nicht, ich schreibe halt wirklich nicht gerne. Also ich mache das wirklich nicht gerne. Aber es ist lustig, sobald ich mich hinsetze und schreibe, also ich bin nicht wirklich ich, wo schreibe. Das ist komplett, das kommt dadurch und ich schreibe einfach die Infos, die kommen. Irgendwas schon auch mit mir zu tun, weil es auch mit den Erfahrungen zu tun hat, was ich alles erlebt habe. Aber in Kombi mit dem, was gechannelt wird, also ganz speziell. Und wenn ich mal da sitze und schreibe, dann fließt es auch. Also ich muss nie überlegen oder so. Ich sitze hin und also ich schreibe einfach. Es kommt wirklich wie so, ja, ich habe eigentlich auch versprochen, dass ich das jetzt mache. Ja,
Aber es ist mehr wirklich so ein, wie soll ich sagen, ich spüre, das ist was ich wirklich machen muss für die Welt. Es ist nicht etwas, wo ich sage, yay, ich mache das voll gerne, ich habe jetzt Lust, ein Buch zu schreiben. Ja. Es ist wirklich so, es fühlt sich ein bisschen an wie ein Zwang. Und da aber trotzdem so hinzusetzen, okay, Selin, du bist jetzt als Diener sozusagen hier, als Kanal, und das ist deine Aufgabe, und was ist es halt zu tun. Und trotzdem dann da in der Freude und Liebe zu gehen, ist manchmal ein bisschen eine Challenge. Das glaube ich. Aber vielleicht ist es ja wie bei deinen Healing Sessions oder wie beim Sport oder wie bei vielen Dingen, dass dann die Freude erst während dem Tun kommt. Und weißt du, wenn du darauf wartest, bis die Freude kommt, dann kommt sie vielleicht nie. Ja, aber spannend. Ich bin gespannt und vielleicht machen wir dann nochmal eine Podcast-Folge, wenn du das veröffentlichst und dann können wir darüber quatschen und ja, dann hast du dieses Buch und ja, weißt du, wie schön. Ja, ist ein guter Vergleich. Das ist absolut so. Ja. Alles zu seiner Zeit. Ja, Zeit, nee, die Zeit ist reif. Also, ich werde ja richtig wie so gefühlt ausgepeitscht, dass ich Ja. das gut mache. Oh ja. Habe ich noch öffentlich geteilt, jetzt muss ich es versuchen. Jetzt musst du ja. Hast du abschließend noch irgendetwas zu sagen, was gesagt werden will? Vielleicht auch gibt's so wirklich Dinge, die Frauen auch gut umsetzen können, die sie gerade anwenden können für ihr Leben, um wirklich auch ihre Träume zu erreichen und auch im Business erfolgreich zu sein. Wie ich schon gesagt habe, sich zu fragen, was macht dir Freude, worin bist du gut? Da ins Erlauben zu kommen, das zu leben, anstelle, es muss hart und schwer sein, nein, muss es nicht. Es darf etwas sein, was dir Freude macht, was du gut kannst, auszuprobieren. Vielleicht auch mal mit einigen Menschen auch zu fragen, hey, hast du Lust, das mal auszuprobieren, einfach mal ins Tun, wirklich in die Umsetzung zu kommen. Beim Visualisieren dich reinzuspüren, hey, macht es dir wirklich, also wirklich, bekommst du ein Lachen auf dem Gesicht, wenn du dir es vorstellst? Oder ist einfach so, ja, wäre geil, weil es, ja, die Gesellschaft findet das ja gut. Weißt du, ist einfach so, ja, wäre schön, oder erwärmt es wirklich dein Herz? Und wenn wir noch beim Feminismus sind, schauen, dass du deine Weiblichkeit mehr lebst. Ich glaube, das haben wir auch letztes Mal schon darüber gesprochen. Aber es sind so simple Dinge wie dich zu bewegen, zu tanzen, deinen Körper zu fühlen, dich bewusst einzucremen. Nach dem Duschen, jetzt denkst du, was hat es mit Business zu tun? Aber sehr viel, wenn du schaust, dass du mehr in deine Weiblichkeit im Alltag kommst. Eben auch die Kleidung hatten wir es ja, dass du dir erlaubst, dich weiblich zu kleiden, dass du dir erlaubst, Frau zu sein, in jeder Hinsicht. Und du klar definierst, was du möchtest und was nicht. Und ob das im Business ist, mit Männern, whatever, und daran auch festhältst, dass das sind deine, wie sagt man, den Prinzipien oder ja, das Standards. Standards, ja, das sind deine Standards und daran hältst du fest und nicht, ja, okay, jetzt knicke ich da mal ein bisschen ein, jetzt knicke ich da ein, das ist sowieso die ungeheilte Weiblichkeit, das Kindliche, nein. Du bist eine Queen, du bist eine starke Frau, du hast deine Standards, so möchtest du das. Und wenn jemand das anders möchte, dich klein machen möchte, nein, nein, du gehst deinen Weg als starke Frau. Trotzdem aber offen zu bleiben, nicht als ich gehe jetzt in den Kampf, sondern einfach als starke Frau gehst du deinen Weg und du hast deine Standards. Ja. Danke.
Danke dir. Ich habe jetzt so viel geredet. Das ist schön. Ich habe sehr gerne zugehört. Und ich glaube, die Frauen, die Menschen, die da auch zugehört haben, haben auch sehr gerne zugehört. Und sicher auch einiges mitnehmen können oder und sich in deiner Geschichte auch wiedererkannt und so. Und das finde ich auch immer so schön, einfach so, wenn, ja eben, wenn man sich selbst so in anderen Menschen auch wiedererkennt, das ist sehr wertvoll. Also danke auch für deine Verletzlichkeit, auch wirklich für das offen Teilen und das Buchschreiben. Ja. Also, bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal in meinem Podcast hast du das Buch geschrieben, du launchst es und dann, ja, abgemacht. Ja, wenn das nicht gerade in 1, 2 Monaten ist, ja. Das ist dann, wenn du ready bist. Ja. Aber nicht erst in 10 Jahren, gell? Ich glaube, dann wäre ich schwer krank, wenn ich jetzt 10 Jahre warte. Mm. Das ist spannend. Ja. Ja. Danke dir. Du hast jetzt irgendwas gerade noch gesagt, was aufgeploppt ist. Gerade irgendwas kam am Schluss noch. Es weg. Weg. Irgendwas kam gerade noch, wo du da noch ein paar Worte gesagt hast, aber es ist wieder weg. Auf jeden Fall danke vielmals. Fand es sehr schön. Ah, Geschichte, genau. Deine Geschichte wiedererkennen. Das finde ich noch so ein wichtiger Punkt, der wird bei mir immer bewusster, wirklich dich selber zu leben und zu zeigen, auch wenn du auf Social Media bist, weil ich habe gemerkt, ich zeige da schon mich, aber nur so eine Seite von mir. Und das ist das, was die Menschen schlussendlich auch zieht, dass du voll und ganz dich zeigst, wie du bist, mit allen Facetten. Danke für den Reminder. Ja, ist eine Challenge. Ja. Ist eine Challenge, aber machbar. Und ich finde es ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Ja. Danke dafür. Danke Mach's ganz gut. dir. Auch. Und alle, die zugehört haben, natürlich auch. Ich hoffe, du hast dieses Interview genauso genossen, wie ich das genossen habe. Und du konntest einiges für dich mitnehmen. Ja, ich erinnere mich, vor, keine Ahnung, vielleicht einem Jahr haben Celine und ich über WhatsApp so uns Sprachnachrichten hin und her geschickt und so und uns erzählt von unseren Visionen und was, ja, so ein bisschen ausgetauscht oder wer wir sind, wo wir hinwollen, was wir uns wünschen für die Welt. Und es war damals sehr, sehr ähnlich. Ich erinnere mich, und das war so ein schöner Moment. Warum ich dir das erzähle, keine Ahnung, das kam mir jetzt ganz so in den Sinn. Ja, mir ist wichtig. Und wofür ich auch diesen Podcast einfach mache, weil ich habe mein Leben lang, ich sehe immer, was möglich ist für die Menschen. Ich kriege immer so Bilder rein und Gefühle und ich weiß, ich sehe die Menschen in ihrer höchstmöglichen Version und mein Leben lang schon. Und gleichzeitig habe ich auch immer einfach gesehen, wie die Menschen das nicht leben, das, wer sie sind, das, wer sie sein können, das, ihre Träume. Und deswegen ist es für mich so, 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 so ein Anliegen. Und ich brenne so, so sehr dafür, dass du dir deine Träume erlaubst, dass du dir erlaubst zu leben, wer du wirklich bist und wozu du hier bist. Genau. Ich verlinke dir alles hier unten von Celine. Da findest du alles von ihr, ihren Podcast, ihre Arbeit, ihre Webseite, ihr Instagram, was auch immer du findest, ist da unten.
Genauso wie du das auch von mir findest, mein Coaching, mein Instagram und so weiter, findest du alles, wenn du suchst. Ja, oh wow. Ich bin jetzt gerade im Hintergrund ganz viel am Kreieren. Es läuft gerade so viel geile Scheiße im Hintergrund und ich bin so. Es geht ganz, ganz viel in meinem Leben und auch nicht immer einfach so alles. Ja, mein Tag hat auch 24 Stunden. Gleichzeitig, ich bin so Feuer und Flamme und was alles noch kommt, da kannst du dich freuen, ja. Weil, also ich freue mich auf jeden Fall und ich hoffe, du dich auch. Danke, bist du Teil dieser Reise und Teil der Wer bist du Community? Ja, ist für mich alles nicht selbstverständlich und gleichzeitig, ja. Ich liebe dich, ich liebe uns, ich liebe die Vision, ich liebe mein Business, ich liebe alles das, ja. Und wenn du dir wirklich jetzt deine Träume erlauben willst, als Frau, weiblich, so dass du eben nicht ausbrennst, intuitiv wirklich mit dir verbunden, deinem Zyklus verbunden, so dass du auch nicht immer funktionieren musst, sondern deinem Zyklus angepasst, wirklich dir das Leben deiner Träume, dein freies Leben, dir erlaubst und dir kreierst, wenn du fühlst, dass du wirklich, wirklich ready bist, dann lade ich dich herzlich ein in mein 1:1 Coaching. Wie gesagt, ich verlinke dir das auch mal da unten. Und auch sonst werden jetzt in Zukunft noch einige Dinge kommen. Kannst du auch gerne mal bei der lieben Celine vorbeischauen, weil sie auch wirklich tolle, tolle Arbeit macht. Ja, so oder so sehen wir uns. Gönnt ihr auch gerne noch die Podcast-Folge, wo ich bei Celine zu Gast war im Podcast. Genau, und da haben wir wirklich kein Blatt vor den Mund genommen, sagen wir es mal so, und wirklich eben gesprochen über Weiblichkeit, über Frau sein, über diesen Zirkus, der da draußen läuft und mit der ganzen Gender-Ideologie, Agenda, 71 Geschlechter und was weiß ich, hast du nicht gesehen. Genau, da sprechen wir so ein bisschen, wie das früher war. Mann, Frau, 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 Mann, Mann, was auch immer. Ist ja alles definitiv okay und so. Und gleichzeitig sehe ich einige Dinge auch ein bisschen kritisch, was man aber heute gefühlt gar nicht mehr sagen darf, weil sonst gehst du ja als rechtsradikaler Nazi und Schwurbler und keine Ahnung. Ja, wir sprechen darüber. Und auch über die Zukunft, so wie wir wirklich Frauen und Männer nicht mehr uns so bekriegen und gegeneinander sind, sondern wirklich ein Miteinander. Nicht nur in Beziehungen, sondern auch einfach so. Genau, dass wir wirklich, wir sitzen alle im selben Boot. Dass wir wirklich als Gemeinschaft, als Familie auf der Erde. Und dann natürlich auch darüber hinaus, ne? Aber zuerst müssen wir erstmal auf der Erde aufhören, uns zu bekriegen und so, bevor das dann da interplanetar werden kann. Aber das kommt alles, genau. Okay, much love. Danke, danke, danke für alles und genieße jeden Moment deines Lebens und erlaube dir verdammt nochmal deine Träume. Du bist es sowas von wert. Much love.